beste Weg, um sich nicht täuschen zu lassen, ist es, Informationen nicht passiv zu konsumieren. Als Leser muss man sich einfach ein wenig anstrengen und jede Information überprüfen, ehe man sie teilt. Das wollen wir fördern. Dekodex ist bloß ein Werkzeug, um zu vermitteln, was wir von einer bestimmten Website halten. Es steht jedem frei, unsere Meinung nicht zu teilen und uns nicht zu glauben. Unsere Absicht ist nicht, Fake News zum Verschwinden zu bringen, denn ich glaube nicht, dass sie auszurotten sind. Wir leben in einer Welt, in der sie immer präsent sein werden, in der es immer Gerüchte geben wird. Deshalb muss man lernen, sich selber zu informieren und vernünftig mit Informationen umzugehen. Susan Sontag hat einmal geschrieben, die Kamera atomisiert die Realität, macht sie vordergründig und leicht zu handhaben. Der Bildausschnitt bestimmt die Story. Als Fotografin entscheide ich, was zum Teil meiner Geschichte wird und was ich verschweige. Ist es mit Verschwörungstheorien nicht ganz ähnlich? Sie zeigen einen ganz bewusst gewählten Ausschnitt, verstärken einige Aspekte des Geschehens und lassen alles weg, was die Theorie selbst in Frage stellen könnte. Und trotzdem, sie lassen mich nicht los. Die Bilder des 11. September 2001. Eingebrannt in unser kollektives Bewusstsein. Moderne Ikonen, die eine Geschichte erzählen, die jeder kennt, aber kaum jemand glaubt. Tom hat dieses Video gepostet. An dem Tag, an dem die Twin Towers einstürzten, war er gerade mal 2 Jahre alt. Er glaubt, dass der Anschlag inszeniert wurde, um die breite Zustimmung des Volkes für den Krieg gegen den Terror zu gewinnen. Der Krieg sei in Wahrheit begonnen worden, um die Ölreserven im Nahen Osten zu sichern. Er soll die neuen Gesetze zur Terrorbekämpfung rechtfertigen und damit die Rechte der US-Bürger massiv einschränken. Die Türme sollen durch kontrollierte Sprengungen zum Einsturz gebracht worden sein, um die Gier der Mächtigen nach Öl und Kontrolle zu befriedigen. Das ist Toms Überzeugung, die er mit Millionen anderen teilt. Die offizielle Version der Ereignisse, die 2004 im 9/11 Commission Report veröffentlicht wurde, ist für Tom und unzählige Menschen nicht mehr als eine Ansammlung perfider Lügen. Es sah so aus, als würde es ein relativ ruhiger Tag werden und plötzlich dieses eigenartige Geräusch. Ein unglaubliches, grelles Krachen und dann ein dumpfer Einschlag. Und wir sind dann eigentlich vor dem Fenster gestanden und haben fassungslos auf den Turm geschaut, wo dieser jetzt ganz, ganz pechschwarze Rauch herausgequollen ist. Und bin dann hierher, eigentlich auf den Plaza, der alte Plaza. Man konnte dann eigentlich eine dieser Straßen bin ich runtergekommen, wahrscheinlich diese hier. Ja. Bis daher. Da sah man dann den alten Plaza, der war zu dem Zeitpunkt eigentlich immer gewundert, der war nicht super verwüstet. Man sah zwar Gebäudeteile herunterliegen, Glassplitter, hab dann gesehen, wie diese Menschen aus dem World Trade Center Number One herauskommen. Und während ich da die Leute frage, höre ich dann eine Frau hinter mir, die dann sagt, oh my God, oh my God, oh my God. Schau rüber und dann sehe ich die Menschen aus dem World Trade Center springen. Ja, und irgendwo hat sich im Gehirn die Tatsache festgesetzt, dass einer der Türme einstürzt. Und das Nächste, was ich gesehen habe, war diese rasende Staubwolke, die um die Ecke schießt. Und bin dann unter einem Lieferwagen gekrochen und bin dann am Boden gelegen und am anderen Auto, im Auto neben mir, ist auch einer gelegen. Ja? Und wir haben uns noch kurz angesehen. Und dann Staubwolke über uns drüber. Binnen Sekundenbruchteilen war es totenstill und pechschwarz. Ja, die Geschichte der Verschwörungstheorien ist ja, dass die US-Regierung das orchestriert hat, um Krieg zu führen. Und natürlich dann Geschichten zu hören, wie
Die Regierung hat das gesprengt, ist schon auch ein bisschen eine Beleidigung für die Leute, die umgekommen sind, für die Stadt New York, die sich so widerspenstig gezeigt hat. Also das ist schon etwas, was ich persönlich schon sehr stark fühle. Es gab bei meinen Recherchen keine Anhaltspunkte, keine Meldung oder keine Recherche, die mich hier irgendwie stutzig gemacht hätte. Das Bild, das ergibt sich zu einem Gesamtbild, was logisch ist, auch wenn es andere Leute nicht wahrhaben wollen. 19 Al-Qaida-Terroristen, 4 Verkehrsflugzeuge entführt haben, 2 davon ins World Trade Center gesteuert haben, eines ins Pentagon und das 4. ist in Pennsylvania abgestürzt, nachdem sie die Passagiere gewehrt haben. That's the story. The 9/11 Commission report was a whitewash. The attack happened and I think der Bericht der 9/11-Kommission war Schönfärberei. Unmittelbar nach dem Anschlag stand ich, wie die meisten Leute, komplett unter Schock. Doch der Schock verwandelte sich in Neugier und Betroffenheit und später in Empörung darüber, was nach einer Vertuschungsaktion der US-Regierung aussah. Man bekam den Eindruck, die Regierung sei nicht bereit, das Geschehene bis ins letzte Detail aufzuklären. Der 9/11-Kommissionsbericht übernahm den Regierungsbericht und gab ihnen Druck. So tauchten im Internet Fragen auf und ich begann, meine Hausaufgaben zu machen und selbst einige Nachforschungen anzustellen. Ich wurde sozusagen zu einem zivilen Ermittler. Einige der ersten Fragen, die aufkamen und ausgiebig diskutiert wurden, betrafen das NORAD, die US-Luftverteidigung. Die US-Regierung hatte eine Reihe von Warnungen über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff erhalten. Trotzdem reagierte sie schockierend langsam und unbeholfen. Das war das große Thema, das mir keine Ruhe ließ. Tatsache ist, dass wir gewarnt worden sind. Mehrere der US-Nachrichtendienste erhielten mehrfach Warnungen. Wir gründeten unsere Organisation mit dem Namen 9/11truth.org, eine Website, die vielen dieser Fragen nachgeht, um Beweismittel vorzulegen und um die Einleitung einer neuen Untersuchung voranzutreiben. Doch wenn man Fragen aufwirft, stellt man die offizielle Geschichte in Frage. Und wenn man versucht, sich einen Reim aus den Beweisen zu machen, die auf ein fragwürdiges Vorgehen hindeuten, ist man gleich abgestempelt. Der Ausdruck Verschwörungstheoretiker reicht lange zurück, bis zur Ermordung von John F. Kennedy. Damals ging der Ausdruck in den allgemeinen Sprachgebrauch über und war überall in den Medien. Die Leute, die nicht an die Magic-Bullet-Theorie, die Single-Bullet-Theorie glaubten, wurden als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Plötzlich wurde man als angeblicher Verschwörungstheoretiker an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und das brachte die Debatte zum Verstummen. Es schwächte die Untersuchungen und verwässerte sie. Es ist eine Schande, denn wenn die Wahrheit verschleiert wird und wir als Volk in die Irre geführt werden, dann gewinnen diejenigen, die Macht, Geld und Einfluss haben. Ich glaube nicht, dass was anderes dahinter steckt. Es gibt genügend Beweise. Das ist im Wesentlichen die wahre Geschichte, das, was passiert ist. Für mich gibt es keinen Grund, etwas anderes zu glauben. Das hier ist der Bericht der 9/11-Kommission mit allen möglichen Präsentationen und Hintergrundmaterial. Ich rief ihn an und sagte, das ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr komplexes Buch. Unsere Spezialität ist es, komplexe Dinge einfacher und zugänglicher zu machen. Warum also machen wir keine Graphic Novel daraus? Und er meinte, meine Güte, was für eine tolle Idee. Und so kam das Ganze ins Rollen. It took off.
an opening sequence really shows what this. Die Eröffnungssequenz zeigt gut, was diese Art von Illustration leisten kann. Sie zeigt den zeitlichen Ablauf der Geschehnisse, sodass man sich im Nu ein Bild davon machen kann, was schwer zu beschreiben ist. Wir sind die Guten und Sie sind die Bösen. Natürlich. Ja, die Terroristen sind die Bösen. Das steht außer Zweifel. Die Feuerwehrleute sind die wirklich Guten. Es werden hier keine Verschwörungstheorien vermittelt. Wir versuchen, eine vollständige, nachvollziehbare und im Wesentlichen wahrheitsgetreue Geschichte zu präsentieren. Dieser Fall muss neu untersucht werden, weil das, was im 9/11 Commission Report steht, diese offizielle Geschichte, ist a. lückenhaft und b. so wie sie da steht, falsch. Wenn man sich den Report genau anschaut und guckt, dann findet man da ein Kapitel, in dem das alles erzählt wird, dass Bin Laden und diese 19 das gewesen sein soll. Und wenn man dann schaut, was sind denn die Quellen dieses Kapitels, dann stellt man fest, oh, das sind Aussagen von Khaled Scheich Mohammed. Wir wissen, dass Khaled Scheich Mohammed insgesamt 182 Mal dem sogenannten Waterboarding, einer Foltermethode, unterzogen wurde. Seine Aussagen sind also Foltergeständnisse. Das heißt, die Basis dieses ganzen Reports, die hat kein Mensch überprüfen können. Das sind, ich würde behaupten, Skripte der CIA. Die haben den Mann so lange gefoltert, bis er irgendwann mal ja, ja gesagt hat und ihnen genau das bestätigt hat, was sie hören wollten. Und diese Skripte sind dann sozusagen als Grundlage des 9/11-Reports in diesen Bericht eingegangen. Diese Zweifel sind offensichtlich und die Widersprüche in der offiziellen Version sind haarsträubend. Dann wurde ich sozusagen in die Schublade Verschwörungstheoretiker gesteckt. Ich habe aber immer gesagt, Leute, lest doch bitte das Buch. Ich habe doch gar keine Theorie. Ich habe nur die offizielle Geschichte mir angeguckt und Dutzende Punkte gefunden, wo man noch mal nachfragen muss, hallo, da stimmt doch was nicht. Und das führt dazu, dass bis heute man eigentlich über dieses Thema gar nicht reden kann. Auch ganz wenige Leute sich trauen, darüber zu reden. Ich bin jetzt nur sozusagen ein bunter Hund, weil ich da seit 15 Jahren drüber schreibe. Und solange da die Medien sozusagen den Schwamm drüber halten und das Thema ist ein Tabu, solange wird sich an dem Zustand auch nichts ändern. Wenn du das Tabu 9/11 brichst, dann bist du raus aus dem Kreis der ernstzunehmenden Journalisten und bist sozusagen Outcast. In dem Fall handelt es sich auf jeden Fall um eine Verschwörung, also um eine Verabredung von Menschen zu einem Verbrechen. Daran besteht schon mal überhaupt kein Zweifel. Die Zweifel, die aufgekommen waren, waren eben jetzt, wer steckt hinter dieser Verschwörung? Da scheiden sich dann eben die Geister. Das liegt nun einfach daran, dass sich für viele Menschen die Frage gestellt hat, ist den Leuten, die das gewesen sein sollen, das überhaupt zuzutrauen? Wer könnte das gewesen sein? Wer wäre in der Lage, das auch noch so erscheinen zu lassen, als ob es islamistische Extremisten gewesen seien? Und da deuteten dann natürlich jetzt gerade in der europäischen Linken schnell alle Finger auf die Amerikaner. Und dann kamen da natürlich jede Menge ausgesprochen komplexe und zum Teil auch abstruse Theorien auf. Ja, also die offizielle Version ist eigentlich eine Minimalversion. Und nach dieser offiziellen Version geht man also von einer minimalen Anzahl von Verschwörern aus, die mit einfachsten Mitteln ihre Verschwörung durchgesetzt haben. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, je einfacher eine Verschwörung gestaltet wird, je kürzer die Dauer ist, je weniger Leute beteiligt sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg. Je länger das Ganze läuft und je mehr Menschen davon wissen, desto schwieriger wird es, das geheim zu halten. Also von diesem Standpunkt aus gesehen, muss ich sagen, ist die offizielle Version eigentlich somit die wahrscheinlichste.